Willkommen zu Pur Plus, wie immer, plus Ehre. Mit diesen Worten begrüßt er so gut wie täglich Kinder und Jugendliche in der Sendung Pur Plus. Allen Fragen und komplexen Themen stellt er sich in dieser Sendung. Über seinen Beruf und vieles mehr spreche ich heute mit Erik Meyer. Ja, hallo und herzlich willkommen im MST-Sender. Heute nicht nur plus mir, sondern auch plus Erik Meyer, dem Moderator von Pur Plus. Hallo Erik, wie geht's dir und wo bist du? Grüß dich, Malte. Hi. Ja, danke, dass ich da sein darf. Mir geht's gut und ich bin bei mir gerade zu Hause. Ja, dann beginne ich direkt mal mit der ersten Frage, die mich wirklich sehr groß interessiert. Und zwar, wie lange übst du denn deinen Beruf als Moderator schon aus und was liegt dir so an deinem Beruf? Also als Moderator für Pur Plus bin ich jetzt seit 15 Jahren unterwegs. Das ist wirklich eine unfassbar lange Zeit. Ich weiß manchmal selber gar nicht, warum ich da schon so oder wie das gekommen ist, dass ich so lange schon dabei bin. Aber generell als Moderator bin ich schon, oh, lass mich mal überlegen. Warte mal, ich habe angefangen nach dem Abi-Studium, ja, 20 Jahre. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren quasi so im journalistischen Moderationsfeld unterwegs. Und was mir so einen großen Spaß macht, vor allem jetzt beim Kinderwissensfernsehen, das ZDF, ist einfach Themen erstmal selber aufzusaugen, zu verstehen und dann runterzubrechen für junge Menschen und andere schlauer zu machen und natürlich als Reporter auch Sachen zu erleben. Ich mache ja viele Reportagen und bin in der Weltgeschichte unterwegs und das ist für mich dann auch sehr spannend, weil ich oft auch über meine eigenen Grenzen hinausgehe und ja so gucken muss, was macht das eigentlich mit mir und was machen die Themen mit mir. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du bist schon fast 15 Jahre bei Pro Plus. Was bedeutet denn diese Sendung für dich? Mittlerweile ist die mir sehr ans Herz gewachsen oder ist ein so großer Teil meines Lebens, dass ich manchmal mir gar nicht vorstellen kann, wie das ohne Pur Plus wäre. Also ich bin echt oft unterwegs. Wir gehen sehr tief in die Themen rein. Wir haben ein riesiges Themenspektrum. Das heißt, in meinem Arbeitsalltag ist Pur Plus einfach so präsent, dass es mittlerweile wirklich ein Teil meines Lebens ist. Und die bedeutet mir sehr viel, weil ich das Gefühl habe, dass wir mit dieser Sendung tatsächlich schon auch was bewegen können. Ich weiß, das ist immer so ein sehr großer Gedanke und ein sehr großes Wort und man benutzt das vielleicht auch manchmal vorschnell, aber wir machen eine Sendung, die Themen behandelt, die aus der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen kommen, die sie beschäftigen und mit den Infos, die wir geben, wollen wir ein ganz kleines Puzzleteil dazu beitragen, dass Menschen einfach sich eine Meinung zu einem Thema bilden können, dass sie stark werden in der Argumentation, wenn sie über das Thema reden, dass sie darüber nachdenken können. Und ich finde, es ändert schon was. Deswegen finde ich Journalismus generell wichtig. Ich meine, du bist auch als Journalist unterwegs, um Leuten Dinge näher zu bringen. Und das ist ein kleiner Teil, um was zu ändern. Und das macht mich glücklich. Und deswegen ist mir diese Sendung besonders wichtig. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und ich kann ja von mir auch schon sagen, ich meine, ich bin mittlerweile 16 und ich gucke die Sendung halt auch schon wirklich seit meiner Kindheit. Es hat immer mit dazugehört. Und man sieht ja auch so ein bisschen diesen Lauf der Geschichte, was sich verändert hat im Laufe der Zeit. Du kannst es ja noch besser beurteilen, weil du ja wirklich seit 15 Jahren dabei bist. Wie beschreibst du denn die Entwicklung von Pur Plus? Also da wir ja quasi die Dinge behandeln, die Kinder und Jugendliche interessieren, verändern uns mit den Themen, die sich verändern. Und in den letzten 15 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, hat sich natürlich themenmäßig ganz viel verändert. Ja, die Lebenswirklichkeit junger Menschen ist eine andere als früher. Ein Riesenbeispiel ist natürlich Internet, soziale Medien und der Umgang damit. Zweites Beispiel, Klimawandel. Vor 15 Jahren haben wir nicht so über den Klimawandel geredet, wie wir das heute tun, weil wir die Brisanz erst in den letzten Jahren so erkannt haben. Das heißt, mit den Themen verändert sich auch unsere Sendung. Und wir versuchen, diese Sachen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir machen wahnsinnig viel zum Thema Klimawandel. Wir versuchen aufzuklären, wo die Ursachen liegen, was mögliche Lösungswege sein können. Beim Thema soziale Medien geben wir Hilfestellungen, wie man damit umgeht, wie man sich selber verortet in diesem ganzen Kosmos von Menschen, die einem sagen, wie toll sie sind und plötzlich sieht man auf Instagram oder TikTok nur noch Leute, die einem erzählen, was sie für tolle Hechte sind und man fragt sich selber so, ja, und wer bin ich eigentlich? Man ist irgendwie verloren. So, diese Themen sind neu. Das heißt, die müssen wir reinnehmen. Das ist was anderes als vor Jahren. Und es verändert sich auch die Art, wie wir Geschichten erzählen, insofern, dass wir noch stärker auf tolle Dramaturgien achten müssen. Wir müssen gute Stories finden, wir müssen tolle Protagonisten finden, die wir interviewen können, um es spannend zu halten, weil das Überangebot an anderen Angeboten ist natürlich Wahnsinn. Es gibt so viele Plattformen, es gibt so viele Angebote an Medien, dass wir jetzt noch mehr als früher sagen müssen, was wir machen, muss eine super Geschichte sein, es muss spannend sein, es muss viel passieren, es muss tolle Bilder haben
Und dann können wir mit einem guten Gewissen sagen, wir machen mit das beste Produkt auf diesem Gebiet. Ja, das stimmt. Und nun ist es ja bei POPLUS wirklich so, dass POPLUS nicht nur Reportagen beinhaltet, sondern auch Experimente, auch so ein bisschen Comedy mit drin, um das halt auch Kindern und Jugendlichen gut zu verkaufen. Wie kompliziert ist es denn, eine Sendung so aufzubauen und so zu produzieren? Das ist sehr themenabhängig. Also es gibt Themen, die sind wahnsinnig aufwendig. Manche sind ein bisschen leichter umzusetzen. Also wir haben jetzt ganz aktuell eine Sendung zum Thema Kaugummis gemacht, ja, was ich geil finde, weil ich Kaugummis total gerne kaue. Und ich habe bei dieser Sendung gelernt, dass Kaugummis, ich weiß nicht, ob du das wusstest, zum großen Teil aus Plastik bestehen. Wusstest du das? Nein, wusste ich tatsächlich So, nicht. 80 oder 90% ist Plastik in Kaugummis, tatsächlich erdölbasiert, völlig verrückt. Und es gibt Hersteller, die mittlerweile das mit Naturmaterialien machen, was natürlich toll ist. So eine Sendung ist nicht so aufwendig in der Produktion, weil wir relativ genau wissen, was wir zeigen wollen. Wir zeigen, wie ein Kaugummi hergestellt wird. Wir zeigen auch, wie Kaugummis übrigens von der Straße entfernt werden, was eine schweinemäßige Arbeit ist. Das ist total schlimm. Also nie Kaugummis auf die Straße spucken. Nee, mache ich auch nicht. Und dann gibt es andere Sendungen, die einen wahnsinnigen Vorlauf haben. Wir machen einen Schwerpunkt zum Thema Ozeane zum Beispiel. Da war ich mit oder an Korallen tauchen. Wir werden nochmal auf eine Insel fahren und was mit Algen zeigen, alles für diesen einen Schwerpunkt. Das ist dann eine Arbeit von wirklich Wochen oder Monaten, die da reingeht. Und dann kannst du ja ausrechnen, wenn wir sind 24 Minuten in der Sendung, wir müssen eine Reportage mit mir machen, wir müssen ein Kinderporträt drehen, das sind Reisetage mit dabei, dann gibt es die Schnitttage, dann gibt es eine Synchro, wo das hinterher dann nochmal eine Sprache drauf kommt. Also so eine Sendung hat zwischen, ich weiß nicht, 10 und 30 Arbeitstagen mindestens, die reingehen und einen ewig langen Vorlauf, wenn die Themen etwas komplexer sind. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt hast du mir gerade auch schon was erklärt, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Wie viel lernst du denn selber dazu, wenn du die Folgen von ProPlus drehst? Viel, immer wieder. Also jedes Thema hat immer wieder einen Aspekt, den ich noch nicht kannte oder von dem ich irgendwie vielleicht was anderes dachte und überrascht werde. Und wenn ich das nicht auf den ersten Blick finde, dann suche ich danach. Also ich will in jedem Thema eigentlich auch das finden, was mich interessiert oder was für mich sozusagen auch nochmal was Neues ist. Kaugummi ist jetzt so ein Beispiel gewesen, wo man denkt, guck mal, das ist was, was uns jeden Tag umgibt. Und wo wir uns mit beschäftigen und wussten das gar nicht. Jetzt anderes Beispiel, eine Sendung zum Thema Fleischkonsum, wo wir die Alternative des Insektenessens zeigen. Insekten gelten ja als Fleischersatz, aber sind ja natürlich trotzdem, es sind ja Lebewesen, es sind ja Tiere, die wir dann trotzdem essen. Wir haben uns angeguckt, wie werden die eigentlich gezüchtet, wie wird das produziert. Und ich war in so einer Insektenfarm, wo Hunderttausende, Millionen von Insekten hergestellt werden. Oder hergestellt ist auch so ein blödes Wort dafür eigentlich, wo die gezüchtet werden und natürlich leben und irgendwann getötet werden. Etwas, was ich so vorher auch noch nicht wusste und gekannt habe. Und ja, ich komme eigentlich von jedem Dreh nach Hause und erzähle in meinem Umfeld, was ich da jetzt wieder gelernt habe oder mitbringe. Und manchmal sind die Freunde auch genervt und sagen so: Jetzt musst du uns nicht schon wieder erzählen, was du da gelernt hast. Ja? Aber es ist immer wieder was Neues dabei. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt, seit 15 Jahren existiert ja die Sendung im ZDF, also wird bei Kika gezeigt, jetzt auch in, wie Ja. gesagt, Mediathek und so weiter. Und was denkst du, wie wichtig ist diese Sendung mittlerweile für Kinder und Jugendliche? Ich hoffe, dass sie weiterhin eine Relevanz und eine Wichtigkeit hat. Natürlich darf man sich nichts vormachen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die es machen. Weil es gibt tolle andere Sendungen. Das öffentlich-rechtliche Kinder- und Wissensfernsehen ist super. Es gibt ganz viele andere Formate von meinen super netten Kolleginnen, die schöne Sachen machen. Sendung mit der Maus ist ja nur ein Beispiel, ne? Also wir sind da in so einer Familie von tollen Wissensformaten. Aber ich glaube schon, dass wir, weil wir einfach eine hohe journalistische Kompetenz haben, weil wir seit Jahren das machen, weil wir sehr mit Erzähldramaturgien arbeiten, die Wissen und auch unterhaltendes Fernsehen miteinander verbinden, dass wir schon so ein bisschen eine Sonderstellung haben. Also mit wir meine ich jetzt wir vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Kinderfernsehen, dass ich glaube, unsere Formate sind schon nochmal was anderes als das, was jetzt vielleicht überall so ein bisschen aufploppt oder was auch schnell mal produziert ist, weil wir legen sehr viel Energie rein, sehr viel Zeit rein, sehr viel Recherche. Und ich glaube schon, dass man das merkt. Und deswegen hoffe ich, dass das gesehen wird und dass wir weiterhin ja, in der Gunst so weit oben bleiben, wie wir es sind. Ja, also ich denke auf jeden Fall schon. Und hast du denn von deinen ganzen Drehs so irgendwas, was dir am besten gefallen hat, was du wirklich gar nicht mehr vergisst? Da gibt es viel. Also ich habe jetzt, wie viele Sendungen habe ich insgesamt gemacht? Über 500 müssen das gewesen sein. Ja, das heißt, natürlich gibt es da mehrere Sachen, wo ich sage, ah, das ist toll gewesen. Und vor allem
Sind es Sendungen mit Tieren oder in der Natur? Also ich bin einfach ein riesiger Naturfan. Ich bin gerne draußen. Ich bin so aufgewachsen. Mein Papa hat mich schon immer mitgenommen, irgendwie nach draußen auf die Obstwiese, Äpfel sammeln. Und dann haben wir im Gras gehockt und hat Geschichten erzählt. Und ich habe mit meinem Bruder gespielt, immer draußen. Das heißt, das mag ich sehr. Und wir haben viele Themen, die mit Natur und Tieren zu tun haben. Ob es jetzt der Esel ist, mit dem ich durch den Bayerischen Wald wandere, oder ob es die Giraffen sind, die wir in Namibia umsiedeln und ich nah dran komme an diese fantastischen Tiere, die so riesig sind. Das sind so Themen, die mich zumindest, ich glaube, auf einer emotionalen Ebene am meisten berühren, oder die ich einfach sehr genieße auch, weil ich das so mag und weil ich einfach so gerne draußen bin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und gibt es denn noch irgendwas, was du als Moderator gerne noch machen würdest, was du vielleicht, welche Sendung noch gerne moderieren würdest? Also zum Glück gibt es unendlich viele Themen. Das ist schon mal das Gute, ja. Unsere Sendung wird, glaube ich, für immer Themen finden. Aber sehr reizend würde mich tatsächlich mal an die Antarktis zu fahren. Ich wollte schon immer mal ins ewige Eis. Ich wollte mir das mal angucken oder will mir das angucken. Würde gerne mit Forschern da reden, wie sie dort Rückschlüsse auf den Klimawandel ziehen. Ich habe mal ein Interview mit einer Polarforscherin gemacht, die mir erzählt hat, dass die dort teilweise in Zelten auf so Eisschollen übernachten. Tatsächlich, weißt du, du bist in so einem Zelt, wachst morgens auf, machst das auf und guckst raus und treibst auf einer Eisscholle da übers Wasser. Wie verrückt ist das? Und ich habe so viele Sachen schon gemacht, die verrückt sind, und würde das gerne so quasi als Kirsche obendrauf irgendwann auf jeden Fall gerne mal machen. Und wir gucken die ganze Zeit nach einer Möglichkeit, das umzusetzen. Ist nicht so einfach, aber wir arbeiten dran. Ja, dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall viel Glück. Dann danke Danke. ich dir hier schon mal für das Interview. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, danke dir.